Wir gucken uns heute den Werbespot von NBA 2K25 an, der heute Abend, also für euch jetzt wahrscheinlich gestern, rausgekommen ist. Das Ganze ist kein Trailer. Es wird im Internet überall Trailer genannt, aber ich sage euch direkt, es ist kein Trailer, es ist eine Werbung. Das Ding werdet ihr im Fernsehen sehen, ihr werdet das vor YouTube-Videos sehen, vielleicht irgendwo anders, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist kein Trailer. Es wird Ingame-Material gezeigt, aber wie bei den ganzen anderen Spots zuvor auch, das ist kein In-Game-Gameplay, das sind Werbevideos. Erster Durchgang ohne Kommentar, einfach mal angucken. Zweiter Durchgang mit Kommentar von mir und stoppen zwischendurch. Let's go. I'm so sorry. You okay? It's all good, bro. Please, nah. We went first last time. We're not here to win a championship. We're here to have fun. You got this. Thanks. And this year's player of the year, everyone. Here we go again. Both teams running out the clock to secure the tie. Finally. This is basketball. You gotta love this. Let's go. Okay. Also man hat jetzt den Clip einmal durchlaufen lassen. Man sieht schon, dass einiges so ein bisschen durchschimmert an Ideen. Ich werde gleich dazu was sagen. Wir gucken uns das Ding jetzt noch ein zweites Mal an. Schreibt gerne jetzt schon mal eure Meinung zu diesem Werbeclip in die Kommentare. Würde mich mal gerne interessieren. Ich sage meine Meinung am Ende von dem Video auch nochmal. So sorry. So, erstmal, erste Situation, wir sind in einem Park. Oh, wir haben in My Team jetzt auch einen Park. Vielleicht das ein spezieller Fokus. Die Spieler geraten aneinander. Es gibt eventuell Streit. Im Hintergrund sagt eine Stimme, oh, no, we don't do that over here. Also hier gibt es keinen Zoff, hier gibt es keinen Streit. Hier wird, wir sind soft, wir sind entspannt, chillig. Jetzt entschuldigt sich der Spieler mit den Ketten hier, bei dem Spieler mit dem Stirnband. You okay? It's all good, bro. So, alles cool, alles gut, weiter geht's. Jetzt sind wir in der Halle. Guck mal, was auf dem Shirt von dem Roten steht. Da steht Casuals. Casuals, das sind noch die Leute, die das Spiel einfach nur so aus Fun spielen, ne? Please. Siehst du es? Nah. Und auf dem anderen Shirt steht Hopefuls. Also die Hoffnungsvollen, ja? Normalerweise müsste da jetzt wahrscheinlich irgendwas wie Comp oder sowas stehen. Aber keine Ahnung. Hopefuls. Also die Casuals und die Hopefuls. Das sind die zwei Lager, die sich in den letzten Jahren echt arg gegenüberstanden. Und hier wollen sie jetzt gar nicht den Ball nehmen, sondern immer den nächsten den Ball gönnen. Also das soll vielleicht so eine Anspielung darauf sein, dass sie die Casuals und die, die Tryhards so ein bisschen zusammenführen wollen. Ob das gelingt, weiß ich nicht. We went first last time. We're not here to win a championship. We're here to have fun. So, we're not here to win a championship. We are here to have fun. Letztes Jahr wurde schon ein 250k-Turnier abgeschafft. Es gab dafür ein Play-Now-Turnier auf 1UP. Da konnte aber auch nicht jeder mitmachen. Für dieses Jahr habe ich noch gar nichts gehört, was Turniere und so weiter angeht. Das klingt so ein bisschen danach, als ob es auch gar keine weiteren Turniere mehr gibt. 2K-Liga wurde übrigens auch abgeschafft für die MyPlayer-Leute. Also es gibt auch keine NBA 2K-Liga mehr von der NBA. Ist auch abgeschafft worden. You got this. Thanks. And this year's player of the year, everyone. Here we go. So this year's player of the year, everyone. Also sie wollen es wahrscheinlich jedem so ein bisschen recht machen. Es gibt keine besonderen hier. Wir sind alle eine Community, so nach dem Motto. Sollen allen gut gehen. Ja, aber in My Team gibt es doch eine Top-10-Liste bei King of the Court, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Zuschauer sind gelangweilt. So, jetzt ein Bump zwischen Shea und Tatum. Auf einmal wachen alle auf. Endlich. So, und jetzt fangen sie an zu zocken. Jetzt fangen die auf einmal alle an zu zocken. Alle, da geht's ja um Basketball in dem Clip. This is basketball. You gotta love this. We don't play. Eins können, dann sind das hier diese Ingame-Grafiken, Alter. Also das ist, das sieht super geil aus. Also ich meine, guckt euch mal diesen Shot an, ey. Das ist ein Videospiel, ne? Mein Vater würde daneben stehen und würde sagen, ist das echt oder ist das ein Videospiel? Aber ja, das ist ein Videospiel. Aber das ist halt nicht Ingame, ne? Das ist ein Werbevideo. Aber es sieht sehr, sehr cool aus. Man muss schon sagen, so ein paar Cuts, die waren sehr, sehr cool. Ich fand auch hier, das sah schon clean aus. Mir gefällt die Optik von dem Ganzen. Ich weiß aber noch nicht so 100%. Was mir dieser Clip sagen möchte. Mein Takeaway aus diesem Clip, den ich jetzt wirklich nennen würde, wenn ich einen nennen müsste, ist, dass alle Spaß haben sollen. Alle sollen Spaß an diesem Modus haben und diese Barriere zwischen Competitive-Spielern, beziehungsweise hier jetzt die Hopefuls und Casuals, die soll so ein bisschen verschwimmen oder verschwinden. Alle sollen miteinander spielen, alle sollen Spaß haben. Es geht irgendwie nicht ums Gewinnen, sondern es geht darum, einfach nur Basketball zu spielen. Natürlich ist das Wunschdenken, das ist total unrealistisch, aber es ist so ein, ja, Friede, Freude, Eierkuchen-Ansatz, der, glaube ich, in der 2K-Community nicht umsetzbar ist, wenn wir mal ehrlich sind, weil hier sind zu viele Leute unterwegs, die das alles zu ernst nehmen. Und mit nett sein kommt man wahrscheinlich, zumindest in Online-Games, nicht sehr weit. Ich sehe den Clip jetzt zum dritten oder zum vierten Mal. Ich habe den am Anfang überhaupt nicht gefeiert und überhaupt nicht verstanden. Mit der Message habe ich jetzt so ein bisschen wenigstens so ein Gedanke, wo ich denke, okay, cooler Gedanke. Aber alles in allem finde ich den Clip ehrlich gesagt ziemlich lame. Und ich weiß nicht, wenn das der Hauptwerbeclip für NBA 2K25 sein soll, dann weiß ich nicht, ob das wirklich gelungen ist. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Like das Video, wenn es euch gefällt. Und schaut euch noch eins von diesen Videos hier an und lasst ein Abo da, wenn du komplett neu auf dem Kanal bist, denn 2K25 wird natürlich wieder geballert. Ich bin jetzt erstmal raus, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.